Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflussen die Sternen und Sternbilder unserem heutigen Tag am 25. August 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Waage und hat eine zunehmende Mondphase. Mond beeinflusst gerade unserem Selbstwertgefühl und auch die Wertschätzung, aber beeinflusst auch die Finanzen. Nicht nur das, sondern die Waagengeborenen haben gerade Gewinnchancen. Diese Energie strahlt auch aus und das empfängt auch die Wassermanngeborenen und auch die Zwillingsgeborenen. Es vermehrt sich etwas und es sind gute Chancen, die Finanzen etwas verbessern oder mit dieser Energie etwas starten, etwas Neues beginnen, verspricht auch Gewinn. Wie haben die alten arabischen Astrologen die heutigen Tag beschrieben? Sie haben auch die Mondbewegung betrachtet. Sie sagen, das ist eine Heilenergie und wir bringen in eine Situation Heilung, mehr Klarheit rein. Die Tag eignet sich, die Beziehung, die Liebe zu befestigen, hindert uns aber auf eine Reise und heute sollen wir keinen Vertrag unterschreiben. Was beeinflusst noch die Mondenergie? Das sind die Sternbilder, die Bärenhüter und der Sternbild Schiff Argo. Dieses Schiff Argo führte die Argonauten, die goldenen Vlies wieder zurückzuholen. Also das heißt, etwas in Bewegung setzen. Und was verspricht die Bärenhüter? Schutz. Und diese Schutzenergie ist spürbar. Der Bärenhüter schützt die beiden Bären, den großen Bär und den kleinen Bär. Oder man sagt auch die großen Wagen und den kleinen Wagen. Und wie wirkt auf dem einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist Möglichkeiten, Chancen, Glück in Finanzen und auch Glück, etwas Neues zu beginnen, etwas in Form zu bringen. Was die Waagengeborenen etwas beunruhigt oder bringt aus dem Gleichgewicht, das sind die Erinnerungen oder Kontakten von Vergangenheit, weil dann kommen Gefühle hoch, Enttäuschungen. Und da brauchen wir auch diese Heilenergie, die Vergangenheit loslassen, verabschieden. Und das ist nicht einfach, gerade für die Waagengeborenen, etwas beenden, von etwas trennen, von etwas verabschieden, etwas kündigen. Und das kann ein Hindernis sein bei den Waagengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bringt Glück die vertraute Umgebung, da die Kontakte zu pflegen oder eine kleine Reise machen oder ein Umzug, eine wohnliche Veränderung, aber diese wohnliche Veränderung soll in die Nähe sein. Und die Skorpiongeborenen bringen auch etwas in Bewegung und sie können etwas befestigen, gerade im Liebe-Partnerschaft. Und in den kommenden Tagen wird das aktiver sein. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist wichtig, ihren Wünsche, Sehnsüchte, ihren Ziele. Und jetzt haben sie die Kraft, das zu bewältigen. Es ist auch die Möglichkeit da, das in Form zu bringen. Und das schenkt für die Schützengeborenen gerade die Leichtigkeit. Sie brauchen einen festen Boden unter ihren Füßen und gerade daran arbeiten momentan die Schützengeborenen. Bei den Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen sind Hindernisse da. Und Verbesserung kommt erst in den kommenden Tagen, dann kommt etwas im Fluss. Und etwas beenden, loslassen oder etwas kündigen, das ist das Thema gerade bei den Steinbockgeborenen. Sie fühlen sich wie eingesperrt, es ist alles unbeweglich
Und die Freizeit, die Lebensfreude befreit etwas die Steinbockgeborenen und gibt Kraft gerade. Oder ein bisschen geduldig sein in die kommenden Tagen, kommt etwas im Fluss, kommt etwas in Bewegung und fühlen sich die Steinbockgeborenen wie neugeboren, fühlen sie sich befreit. Bei Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen ist wichtig die berufliche Situation und da möchten sie das in Ruhe bringen, ihre Ideen umsetzen, die Möglichkeiten, Chancen anschauen. Eine Verbesserung wünschen sie sich oder eine bessere Verdienst. Also es geht um Finanzen und Beruf. Und jetzt haben die Wassermanngeborenen gerade die Möglichkeiten und auch das Glück dazu und Glück auch im Finanzen. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist verschiedene Einflüsse da, die einmal die Vergangenheit, die Erinnerungen, die Verletzungen, das kränkt noch die Fischengeborenen und da benötigen die Fischengeborenen eine Art Heilung, weil das macht unsicher, diese Unklarheiten, Unsicherheiten und dann etwas noch festhalten in Vergangenheit bremst ein bisschen die Fischengeborenen. Andererseits ist es eine Wandlung, eine Heilung und auch eine glückliche Einfluss, was die Liebe betrifft. Also kommen auch neue Begegnungen oder eine Verbesserung, besonders im Liebe, Partnerschaft. Und das sollte man auch anschauen. Also die Vergangenheit verabschließen, loslassen, bereinigen und die hier und jetzt sein und jetzige Möglichkeiten anschauen. Und da haben die Fischengeborenen Glück, besonders im Liebe, Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind es Umbrüche und Veränderungen. Aber etwas bremst noch. Oder sollen die Wiedergeborenen noch geduldig sein? Heute ist zwar die Leichtigkeit da und versuchen die Wiedergeborenen etwas ausbalancieren oder im inneren Gleichgewicht bleiben. Eine Reise hat eine Bedeutung und befinden sich die Wiedergeborenen gerade in einer Wandlung, das heißt eine Wende, eine Veränderung, aber ist noch nicht ins Ziel angekommen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist wichtiges Thema das Ansehen, erfolgreich zu sein, die Berufung leben, die Finanzen in Ordnung zu bringen. Und in den kommenden Tagen kommt da mehr Klarheit, mehr Orientierung. Heute fühlt sich das noch unklar, undeutlich an, ein bisschen Geduld noch. Wo die Stiergeborenen mehr Glück haben, das ist die Liebe, Partnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist ein Aufstieg, ein beruflicher Aufstieg. Und da können sie etwas erreichen und damit glänzen und das sollen sie auch tun. Da sind die Möglichkeiten, da ist die Glück da. Auch die Finanzen können die Zwillingsgeborenen verbessern oder haben Gewinnchancen momentan. Und natürlich die Orientierung ist gerade die Berufung und die beruflichen Erfolg. Bei Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen gerade die Gleichgewicht. Sie fühlen sich auch etwas eingeschränkt oder fühlen sich alles so unbeweglich zu sein. Eine oder andere Krebsgeborene empfinden das anderes. Die empfinden das eher stressig momentan und sie brauchen momentan die Gleichgewicht, aktiv zu sein, aber auch passiv. Das heißt, zurückziehen in eigene Zuhause, gibt die Ruhe, gibt die Kraft. Aber das ist nicht die Lösung. Manchmal soll man auch aktiv sein oder anderen zuzugehen. Und genau das sollen die Krebsgeborenen gerade ausbalancieren, abwiegen. Wo sollen sie eher passiv sein oder schweigen? Wo ist es angebracht, aktiv zu sein, auf anderen zuzugehen oder Gespräche führen? Und gerade das sollten die Krebsgeborenen etwas ausgleichen. Bei Tierkreiszeichen Löwengeborenen kommt eine Bewegung im Leben, das sind Neuigkeiten, Möglichkeiten, Chancen, Neuorientierung oder neue Begegnungen. Es beginnt etwas Neues und das ist ein Aufstieg gerade bei den Löwengeborenen und sie spüren gerade die Leichtigkeit, spüren auch die Kraft und die haben momentan Erfolg, sie bringen das
in Ordnung oder bringen das zum Erfolg. Bei Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist wichtig die Gespräche, die Handlungen, aber auch das Selbst im Vorschein zu bringen, im Glanz zu bringen, das zu präsentieren, mal im Mittelpunkt zu stehen oder auf die Persönlichkeit achten oder das eigene Stil zu finden. Sie arbeiten an sich selbst und das ist der Erfolg gerade bei die Jungfrau geboren. Und wie wirkt diese kosmische Energie im Tag? In Mittagszeit gibt eine gewisse Spannung und das hat mit Vergangenheit zu tun oder etwas loslassen, etwas beenden oder trennen oder kündigen von etwas. Das ist eine Herausforderung und das ist Energie Vormittag und in die Mittagszeit. Und dann Nachmittag ist es besser, da ist wieder die Kraft. Und gegen Abend sind Möglichkeiten, Chancen. Man bekommt Rechte oder hat in eine rechtliche Lage ein guter Bescheid oder im Gegenabend kommt Einflüsse von außen, von Liebe, Partnerschaft verspricht das Glück. Das bedeutet die Mittagszeit eine gewisse Spannung. Das ist nicht leicht, nicht einfach etwas loslassen, von etwas zu verabschieden. Und Nachmittag gibt's aber neue Möglichkeiten, neue Chancen, dann gute Gespräche und man bekommt auch die Rechte und gegen Abend ist eine schöne Energie für Liebe, Partnerschaft. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.